Mit dem Gesicht auf der Seite liegt er nun im Dreck und wartet darauf, dass der Wald zu kreisen aufhört. Ich beschließe, der Sache in Stuttgart auf den Zahn zu fühlen. Dort veranstaltet das Kuratorium Sport und Natur ein Symposium. Die Vertreter der Natursportverbände diskutieren mit Naturschützern, ob das Recht, in der Natur klettern zu dürfen, weiterhin Geltung haben soll. Meine Frage lautet, ist angesichts der Verknappung unserer Naturräume nicht auch in der westdeutschen Kletterszene ein Umdenken angesagt, besonders in Bezug auf ihr unbeschränktes Raumanspruchsniveau? Und deswegen treten wir dafür ein, dass es grundsätzlich gewährleistet sein muss, dass Natursport ausgeübt werden kann, dass die Natur betreten werden kann. Was ist jetzt auch unsere Aufgabe im Konzept Hersbrucker Alb? Felszonen, in denen das Klettern den Bestand einer Art gefährden würde, werden grundsätzlich stillgelegt. Hier am Rodenfels in der Fränkischen Schweiz ist die Kletterkonzeption Hersbrucker Alb realisiert worden. Diese Kletterkonzeption haben Kletterer und gemäßigte Naturschützer gemeinsam entwickelt und umgesetzt. Was ich hier vorfinde, ist ein Schilderwald. Ein wildes Schildchen von Kletterern fordert mich zum Selberdenken auf. Ich soll eine Route, die gesperrt wird, noch schnell klettern, um mir selbst einen Eindruck von Sinn oder Unsinn der Zonenregelung zu machen. Hier finde ich sie erläutert. Das Klettergebiet wird in verschiedene Zonen eingeteilt, in denen genau geregelt ist, wie sich die Kletterer in den einzelnen Zonen zu verhalten haben. Das Spektrum reicht von totalen Betretungsverboten bis zu Felsen, an denen Klettern noch erlaubt ist. Hier am Roten Fels besteht eingeschränktes Kletterverbot. Links des Dreiecks ist Klettern verboten, rechts davon erlaubt. Das X bezieht sich immer auf lokale Sperrungen und kann auch einzelnen Kletterwegen gelten. Mit dem Umlenkhaken wird verhindert, dass die Kletterer auf die bewachsenen Felsköpfe aussteigen. Abgelassen über diese Spezialhaken wird der Gipfelbereich zumindest von Kletterern nicht mehr betreten. Am Wandfuß wird mit Treppchen und kleinen Wegen der Gefahr von Erosion entgegengewirkt. Auf diese Weise werden die als ökologisch wertvoll erachteten Zonen rund um den Felsen geschützt. Obwohl heute ein Wochentag ist, treffe ich am Rodenfels auf ein Kletterpaar. Brigitte Riemann ist freie Video- und Multimedia-Autorin und arbeitet im Raum Nürnberg. Johannes Schäffler ist ein Elektroinstallateur aus der Schweiz. Wir verzichten schon, also wir halten uns schon an das Konzept. Es macht ja auch Sinn. Es ist ja auch in Zusammenarbeit zwischen Kletterern und Naturschützern entstanden, und das finde ich dann gut, wenn das gemeinsam entsteht, sowas. Es ist besser, als wenn es von oben herab aufoktroyiert wird und sagt, es wird einfach nicht mehr geklettert. Also Sie akzeptieren Kompromisslösungen auf Basis von Verhandlungen zwischen Kletterern und Naturschützern und sind auch bereit, sich an die Regelungen zu halten? Ja, klar. Es wäre ja blöd, wenn man sich nicht dran hält, dann macht man das Ganze ja wieder zunichte. Und sagt im Prinzip, gibt mir dann zu, okay, ihr müsst uns ganz verbieten, ne? Sonst läuft gar nichts. Würden Sie das akzeptieren, wenn man rigoros alles sperren würde, ohne Verhandlung, ohne Absprache? Ich denke, dann gäbe es schon ziemlich viele Übertritte. Das würde dann auch wieder ein Sport werden, die Verbote zu übertreten, wie es ja immer so ist, wenn was verboten ist, ne? Aber es ist auch ein Schwachsinn. Da steht ja hier sein eigenes Wort mit, ne? Und aufgrund dieser Regelung, aufgrund dieser funktionierenden Regelungen verzichten bei uns derzeit auch die Behörden auf irgendwelche Verordnungen. Sie vertrauen einfach auf uns Kletterer. Und das ist wirklich ein sehr schönes Ergebnis, das wir hier erreicht haben. Das Konzept, das also vorgestellt worden ist in der Fränkischen Schweiz, beziehungsweise in der Hersbrucker Schweiz, an dem wir also sehr intensiv beteiligt waren, und ich will jetzt hier nicht sehr viel wiederholen,
ist natürlich ein Beispiel, wie wir uns eine Lösung vorstellen können, aber ich will natürlich jetzt auch darauf hinweisen, dass es durchaus den einen oder anderen Problempunkt dabei noch gibt oder auch geben muss. Die Kletterkonzeption endet keineswegs mit baulichen Maßnahmen und der Beschilderung vor Ort. Man hat sich auch Gedanken darüber gemacht, wie man die Kletterer dazu veranlasst, Einschränkung der gewohnten Bewegungsfreiheit an den Felsen hinzunehmen und ihre Notwendigkeit einzusehen. Das ist keineswegs selbstverständlich. Schließlich ist das, was Naturschützer vor Kletterern schützen wollen, in all den Jahren unbehelligten Kletterns immer noch vorhanden. Dazu kommt, dass sich viele Kletterer für die Erhaltung der letzten Flecken Wildnis einsetzen. Stefan Köhler, Beauftragter des Deutschen Alpenvereins für Bergsport und Umwelt, erläutert die getroffenen Erziehungsmaßnahmen. Wir haben vor rund 6-7 Jahren ein Naturschutzlehrteam gegründet. Aufgabe dieses Naturschutzlehrteams ist es, in den Fachübungsleiterausbildungen die künftigen Führungskräfte innerhalb der Sektionen entsprechend zu schulen, dass sie sich am Fels oder eben auf Skitouren oder im Gebirge naturverträglich verhalten, sowohl als Einzelperson, aber natürlich dann besonders, wenn sie später mit Gruppen unterwegs sind. Also im Prinzip haben wir hier eine ideale Multiplikatorwirkung. Prinzip dieses berühmte Schneeballsystem, ein einzelner Schneekristall kann dann bis zur Lawine sich fortsetzen. Also das ist das, worauf wir sehr, sehr stark setzen. Natürlich ziehen wir hierfür auch unsere vereinsinternen Publikationen heran, also zum Beispiel die Mitteilungen, wo halt entsprechende Aufsätze publiziert werden, aber es geht auch inzwischen, muss man sagen, zum Glück auch in die freie Presse, insbesondere hier auch in die Kletterpresse. Peter und ich werden mit solchen Maßnahmen nicht tangiert. Wir sind nicht in einem Kletterverband organisiert, noch geben wir viel Geld für Kletterzeitschriften aus. Dazu Heiner Geißler. Wir können auf unsere Mitglieder einwirken, sich naturgerecht, umweltgerecht zu verhalten. Ein Problem sind die nicht organisierten Natursportler. Und da ist die Frage, wie kommt man an diese Leute heran, wie kann man mit ihnen reden, wie kann man die informieren. Und da ist es uns gelungen, schon im letzten Jahr mit den Outdoor-Ausrüstern, also praktisch mit der Ausrüstungsindustrie, zu einer Vereinbarung zu kommen, dass in alle Ausrüstungsgegenstände, vom Zelt über das Seil bis hin zum Anorak, Labels eingehängt werden, in denen bestimmte Regeln vom Kuratorium Sport und Natur aufgeschrieben werden. Enthalten sind. Das sind die 7 Outdoor-Regeln, die nun jeder, der einen Ausrüstungsgegenstand kauft, zu Gesicht bekommt und so hoffen wir natürlich auch liest. Im Pfälzerwald gibt es schon einen Lösungsansatz für die Fälle, in denen sich Kletterer, aber auch andere Natursportler, wie zum Beispiel Wanderer, über die zwischen Natursportverbänden und Naturschutzverbänden getroffenen Vereinbarungen hinwegsetzen. Zum Schutz der Wanderfalken organisiert Herr Becht Felsenbewachung von Vogelschützern und schiebt auch Selbstdienst. Die Bewachung geht rund um die Uhr.
Die Bewacher kommen nicht nur aus ganz Deutschland, sondern manchmal auch aus den USA und ehemaligen Ostblockstaaten. Ausgerüstet sind sie mit Fernrohren, Nachtsichtgeräten und Funkgeräten. Einer der Bewacher liest mir aus dem Beobachtungsprotokoll vor. 16.05 Uhr, Kerzel verjagt einen Bussard. Weibchen trägt eine Ringeltaube ein, landet auf B11 und beginnt zu kröpfen. Der Terzel kehrt zurück und lässt sich auf R3 nieder. Jungfalken sind nicht zu sehen, zwischenzeitlich hat es aufgehört zu regnen. 16.25 Uhr. Jungvogel fliegt zu B1, 11 und wird vom Weibchen gefüttert. 16.30 Uhr kam ein älterer Opel Kadett, PS AK 190, und fährt unten vorbei. Und bei der übernächsten Abzweigung links hoch in den Wald. Und ganz wichtig, weiterhin alle Kennzeichen und auch Personen beschreiben. Ja, der gleiche Vorwand war auch am 6.5. über die gleiche Zeit zu beobachten. Das ist ja schon verdächtig. Ne? Ja, ja. Ja, jetzt hatten wir noch was mit so einem Spaziergänger-Ehepaar. Die haben wir beobachtet, dass sie da oben stehen, wo die ja gesperrt ist, eindeutig gesperrt ist. Ich habe die angerufen. Die haben überhaupt nicht reagiert. Und dann bin ich hochgerannt. Als ich oben ankam, da waren die natürlich schon längst verschwunden. Ja? Ich habe den Weg abgesucht und kann mir vorstellen, dass die nur nach Westen gegangen sind. Ich bin hinterher gerannt und an dem westlichen Aussichtspunkt habe ich sie erwischt. Habe die beiden zur Rede gestellt, habe gesagt, diese Absperrung kann man ja überhaupt nicht übersehen, was sie sich dabei gedacht haben. Da hat er gesagt, er hat die Absperrung gesehen, das bestreitet er nicht. Aber er weiß auch, was da los ist mit den Wanderfeigen. Und seiner Ansicht nach gibt es schon wieder viel zu viele Wanderfeigen. Die fressen ja sowieso nur die Kleinvögel weg. Und er sieht nicht ein, dass er sich in seiner persönlichen Freiheit durch einen Wanderfeigen beeinträchtigen lässt. Ich hatte letztens auch an einem anderen Fels Karlsruher Ehepaar festgestellt, gehalten, also angesprochen, weil sie eine Handvoll geflecktes Knabengrab hatten. Also ein Strauß, ein regelrechter Strauß von Orchideen. Ja, die Leute wissen das nicht. Die hatten also angenommen, ich bin irgendwie vom Forst und habe also sie dann auch auf Schärfte verwandt und ich glaube, dass die es nicht mehr machen werden. Und dann wird immer wieder gefragt, was kriegt denn ihr eigentlich für diese Bewachung? Und wenn wir dann sagen, ja gar nichts, dass wir hier draußen in der freien Natur sind, das ist uns eigentlich lohnt genug. Im Gegenteil, wir bringen noch unser Essen mit und unser Trinken. Also aus der eigenen Tasche. Aber es macht Spaß, vor allen Dingen, wenn man den ganzen Tag in der Natur ist. Man kann, auch wenn es Nacht ist, wenn man den Waldkauz hört, von allen Richtungen, abends, das ist auch schon ein Erlebnis. Einschränkungen der Bewegungsfreiheit zum Zwecke des Naturschutzes müssen natürlich begründet werden. Sonst steht zu befürchten, dass die Regelungen trotz aller Bemühungen nicht befolgt werden. Im Moment scheint es politisch nicht durchsetzbar zu sein, hinter jedem Baum einen Umweltschutzpolizisten zu stellen. Auch Strafen schrecken vorerst nicht ab. Wie hoch soll denn die Ruhestörung eines Wanderfalkens bestraft werden? Wie hoch soll die Strafe sein für Eltern, die ihre Kinder ausgelassen an einem Waldhang spielen lassen? Und deswegen
treten wir dafür ein, dass Einschränkungen begründet werden müssen. Und Einschränkungen auf der Grundlage des Prinzips der Verhältnismäßigkeit, des Übermaßverbotes und auch des Prinzips erfolgen müssen, dass das, was verordnet wird, auch irgendeinen Sinn hat. Das heißt, die Behörde muss dem Bürger gegenüber begründen, warum sie zu einer Einschränkung kommt. Experten, auf deren Untersuchungen sich die Behörden stützen können, gibt es schon. Alwin Zeitler von der Wildbiologischen Gesellschaft München hat zum Beispiel untersucht, wie sich die Ausübung verschiedener Natursportarten auf das Leben von Wildtieren auswirkt. Wir haben uns mit Wandern und Sportklettern im angrenzenden kleinen Walsertal beschäftigt und ganz klar festgestellt, dass diese Einflüsse untereinander in Wechselwirkung stehen. Ist eine klare Geschichte. Alwin Zeitler konnte in abgegrenzten Gebieten durch Untersuchungen nachweisen, dass Tiere ihren gewohnten Tagesablauf und ihre gewohnten Aufenthaltsorte ändern, wenn sich Menschen gehäuft in ihrem Lebensraum zum Zwecke der Freizeitgestaltung aufhalten. Aus dieser Grafik ist ersichtlich, wie in einem bestimmten Gebiet menschliche Aktivitäten mit Gämsenaktivitäten in Wechselwirkungen stehen. Je aktiver der Mensch, desto inaktiver die Gämse. Auf diesem Bild wird gezeigt, wie oft ein Gämsenweg in einem untersuchten Gebiet durch bestimmte Natursportaktivitäten gestört wird. So etwa könnte man sich die Untersuchungen zur Begründung von Einschränkungen vorstellen. Natur zu schützen, sind Natursportverbände dazu bereit, bauliche Maßnahmen, Beschilderungen, Informationskampagnen und Erziehungsmaßnahmen zu finanzieren. Einzige Bedingung: die einschränkende Behörde muss nachweisen, dass die Verbote begründet sind. Thank you.
Tom. Wird es in Zukunft ausreichen, pauschal mit dem Schlagwort Umweltschutz zu argumentieren, um Freiheiten massiv einzuschränken? Hat unsere Staatsmacht hier nicht eine ganz neue Qualität bekommen? Diesen Fragen bin ich nachgegangen. In einer Bibliothek stoße ich auf ein Buch, in dem folgende These aufgestellt wird. Der Sozialstaat ist im Begriff, zum Schutzstaat zu mutieren. Das damit verbundene neue Verständnis von Staat, Recht und Bürger sucht die Möglichkeiten des Einzelnen zur Selbstgestaltung seiner Lebensführung auf radikale Weise zu beschneiden. Privates Handeln gerät zunehmend unter Risikoverdacht und ruft diverse Schutzmächte auf den Plan. Allein der Risikoverdacht ist ausreichend, Politik zu reglementierenden Zugriffen zu ermächtigen und ihn zu legitimieren. Warum hat der Autor, der im Fachbereich Rechtswissenschaft der Universität Hannover als Professor tätig ist, den Begriff Schutzstaat für sein Buch gewählt? Ja, ich habe diesen Begriff gewählt, um deutlich zu machen, dass sich etwas verändert im Staat-Bürger-Verhältnis in der Gegenwart und dass zurückgedrängt wird, eine ältere Vorstellung vom Staat-Bürger-Verhältnis, die wir mit dem Begriff Rechtsstaat zum Ausdruck bringen, und aber auch die Vorstellungen, die sich hinter dem Wohlfahrtsstaat, hinter dem Sozialstaat verbergen, auch die treten in den Hintergrund. Und weil diese Begriffe aber immer noch benutzt werden, üblicherweise auch Studenten der Rechtswissenschaft, und werden sie angeboten als irgendwie analytische Kategorien, da schien es mir notwendig, für eine neue Kategorie zu sorgen, die diese neuen Tendenzen beschreibt und irgendwie etikettiert. Jetzt will ich wissen, wie der Professor überhaupt auf dieses Thema gekommen ist. Es ist ja nicht jeder Kletterer, Bergsteiger, Wanderer, Kanute oder Gleitschirmflieger. Aber auch er hat so seine persönlichen Erfahrungen gemacht. Ja, das ist das, ein sehr persönliches Erlebnis hat am Anfang gestanden. Das war die Einführung der, ich nenne sie AIDS-Handschuhpflicht, also die Verordnung, die den Kraftfahrer zwingt oder den Autohalter zwingt, vier, glaube ich, Einmalhandschuhe in seinem Verbandskasten mitzuführen. Das hat mich als Autofahrer zunächst höchst privat betroffen und ich fand das eine völlig unsinnige, also Rechtspflicht, die mir da auferlegt wurde. Ich habe auch zunächst also keine solche Handschuhe gekauft, aber das wurde damals dann ja ziemlich genau kontrolliert. Ich fuhr auch prompt in eine Polizeikontrolle rein und so, wie das dann so geht. Und dann habe ich dem Polizisten gesagt, das ist verfassungswidrig, diese Rechtsvorschrift, die Sie da jetzt kontrollieren. Und darauf kann er natürlich gar nicht reagieren, mit Recht nicht. Er sagt, das Verfassungsrecht kenne ich nicht und das interessiert mich auch nicht, das ist auch klar. Gut, ich habe dann also mir das also zum Anlass genommen, zunächst mal nur dieser Frage nachzugehen, wo kommt diese Rechtspflicht her, wie ist sie begründet, wer steht dahinter, welche Ideen stehen dahinter. Das war dann so ein wenig Detektivarbeit und das war sehr interessant und sehr spannend. Da gab es eine Serie über Millionäre und wie sie zu Millionären geworden sind. Und das hat er mir gegeben und da wurde beschrieben, ein Herr, der irgendwie an dem Verkauf dieser Handschuhe tatsächlich 1 Million oder 2 oder so verdient hatte. Und na, auch dieser Spur bin ich nachgegangen, ich bin vielen Spuren nachgegangen. Das Ganze gehörte in erster Linie ja in den politischen Kontext der AIDS-Bekämpfung. Und in diesem Kontext, ich bin zu keinem anderen Ergebnis gekommen, in diesem Kontext hat es in erster Linie symbolische Funktion. Also diese Rechtspflicht, die ja sehr viele getroffen hat, eigentlich einen sehr repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung, diese Rechtspflicht sollte demonstrieren, der Staat kümmert sich, er sorgt vor, er schützt, er hilft, er bewahrt und so weiter und so weiter. Tatsächlich tut er es über diese Handschuhe überhaupt nicht. Die sind völlig funktionslos.
Und das ist dann, was ich also symbolische Politik nenne. Es gibt eine Reihe von Überlegungen zu der Verfassungsmäßigkeit der Handschuhpflicht. Im Kern geht es bei der Handschuhpflicht um die Einschränkung meiner Handlungsfreiheit. In diesem Fall meiner Freiheit zu kaufen oder nicht zu kaufen. Und dahinter muss ein also rechtfertigender Grund stehen. Sonst ist die Handlungsfreiheit geschützt gegenüber staatlichem Zugriff. Und da es den rechtfertigen Grund nicht gibt, ist sie meines Erachtens verfassungswidrig. Aber der Punkt ist in dem Zusammenhang wichtig, glaube ich, also anzusprechen, dass das Verständnis der Grundrechte, die in der Verfassung stehen, sich unter dem Druck des Schutzstaats ohnehin erheblich verändert hat. Und dass allmählich aus den Grundrechten, die Abwehrrechte sind gegenüber dem Staat, Grundpflichten werden. Und dahin bewegen wir uns im schutzstaatlichen Kontext. Ich denke, es entsteht insofern ein Problem. Ich will mal ein altes Beispiel anführen, um das deutlicher zu machen. Ein altes Beispiel, was eher aus dem, also heute würden wir sagen, sozialstaatlichen Kontext kommt, das ist die Behandlung der Frauen im römischen Recht, aber wir brauchen gar nicht so weit zurückzugehen, wir können bis in die jüngste Vergangenheit gehen. Die Frau galt als unfähig, ihre eigenen Angelegenheiten zu besorgen und wurde deshalb von Rechts wegen geschützt. Und der Schutz von Rechts wegen bedeutete aber wiederum, dass sie eben in ihrer Handlungsfähigkeit behindert wurde. Und wir haben in der Soziologie, wir haben ein Theorem, was die Konsequenzen eines solchen Umgangs sehr gut schildert. Dieses Theorem sagt, die Definition einer Situation wird real in ihren Folgen. Also ich definiere jemanden als dumm und leite daraus in der Tat dann bestimmte Konsequenzen ab, die ihn treffen, und er wird daraufhin dumm. Und so kann ich also auch in vielen Fällen die Bevölkerung für unfähig erklären, sich selbst ein Urteil zu bilden und sich selbst Informationen zu beschaffen. Und sie werden dann, wenn sie sich das gefallen lassen und wenn sie sich darauf einrichten, sie werden dann allmählich auch dumm. Da ist dann ein Punkt, von dem ich denke in der Tat, dass man sich dagegen zur Wehr setzen muss. Es sei denn, man ist interessiert daran, dass die Bevölkerung sozusagen allmählich verdummt. Das kann ja sein. You understand the rhythm. You understand the rhyme. Wir haben die Plättichfelsen in Schwarzwald, verehrte Damen und Herren, die Frau von der Baden-Württembergischen Landverwaltung. Dieser Felsen ist gesperrt. Ich habe mir das vor einem halben Jahr habe ich mir das angeguckt. Aber dieser Felsen, der ist fürs Klettern gesperrt. Eine ähnliche Situation wie in Nordrhein-Westfalen. Die waren gleichzeitig, ich war für das Hotel da oben. Sie wissen schon, welches ich meine, das schönste und größte und teuerste Hotel, in das einer nur rein kann, ich war ein wirklich dümpes, hat weit über das normale Durchschnittseinkommen, dient gleichzeitig als Zielanflugpunkt für die Hubschrauber, die dort oben aufliegen, um die hochkarätigen Patienten in dieser Klinik abzusetzen. Nun können Sie den Leuten nicht mehr klar machen, warum an den Felsen nicht geklettert werden darf, um nämlich die Vögel zu schützen, gleichzeitig aber luftrechtlich ohne erlaubt ist, nicht wahr, dass der Felsen sozusagen der Anflugpunkt ist für die Hubschrauber. So, und das ist Willkür, verstehen Sie? Wenn dann eine untere Verwaltungsbehörde hergeht und den Felsen sperrt und gleichzeitig kann aber der Hubschrauber den als Zielflug Punkt annehmen, weil wie es richtig technisch heißt, ich meine, es ist Willkür vorhanden. Was für den Plättichfels gilt, gilt für ganz Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. In diesen Ländern ist Klettern in der Natur schon heute weitgehend verboten. Hier in Nordrhein-Westfalen darf zum Beispiel nur noch an 8 Felsen geklettert werden.
Kein Wunder, dass hier die Kletterhallen wie Pilze aus dem Boden schießen. Aber ist das die Lösung des Problems? Ich frage zwei Kletterer, ob sie die Kletterverbote für gerechtfertigt halten. Also das finde ich überhaupt nicht. Die sind ökologisch vollkommen überzogen. Die Kletterer sind aus den Felsen ausgesperrt und das ist eine Situation, die können wir überhaupt nicht akzeptieren. Nein, also ich finde das nicht okay so, weil ich sehe das so, dass prinzipiell wird auf dem Verordnungswege da der Holzhammer eingesetzt und das kommt, so wie ich das sehe, daher, dass die Herren so eine Art Boulevardpressewissen haben über den Kletterer. Das sind Ökosäue und die machen alles kaputt. Und ja gut, wir sind halt die schwächste Gruppe und dann kommt eben diese Methode, alles zu, prima, dann haben wir keine Probleme mehr. Aber dass das irgendwie überhaupt nicht gerecht ist an der Sache, also dass es dem Naturschutz auch relativ wenig bringt, wenn ich jetzt die Felsbereiche zumache, das wird da nicht gesehen. Im Hönnetal habe ich ein ganz tolles Beispiel. Da ist ja direkt an der Straße ein Fels, der ist also seit ungefähr 10 Jahren gesperrt. In diesem Jahr, im Frühjahr, ist er für 2 Monate entsperrt worden, zu dem Zweck, dass der halbe Fels weggesprengt wurde, um die Straße verbreitern zu können. Und anschließend ist der restliche Fels wieder unter Naturschutz gestellt worden. Was da jetzt ökologisch besonders sinnvoll war, das vermag ich also nicht ganz zu erkennen. Wir haben also eine Berechnung angestellt. 1994 sind die Eifelfelsen ja fast alle gesperrt worden. Und wir haben mal im Vergleich gesetzt das Verhalten eines Kletterers vor dieser Sperrung und nach dieser Sperrung. Man ist also eine bestimmte Anzahl von Wochenenden pro Jahr gefahren. Von Köln in die Eifel beispielsweise sind es 35 Kilometer, die man pro Wochenende hin und zurück sind, es dann 70 Kilometer, die man pro Wochenende fährt. Jetzt fahren die meisten Kletterer nach Belgien, an die Maas, da gibt es ein sehr schönes Klettergebiet, nur das sind von Köln aus 200 Kilometer. Das heißt, man fährt an dem Wochenende 400 Kilometer. Gibt es nach Erhebungen des Deutschen Alpenvereins in Nordrhein-Westfalen etwa 3.500 Kletterer, die regelmäßig auf das Jahr verteilt am Wochenende klettern. Wenn man diese Zahl jetzt hochrechnet auf die zusätzlich gefahrenen Kilometer, dann ergibt sich also eine Zahl von 12 Millionen Kilometern, die pro Jahr in Nordrhein-Westfalen mehr gefahren werden mit dem Auto, verursacht durch die Kletterverbote in diesem Land. Aber da hat man ja auch eine Lösung gefunden, unsere Autobahnen werden ausgebaut. Ja. Prima. Peter hat sich inzwischen auf seine Art mit der Naturschutzthematik beschäftigt. Er schrieb seine Magisterarbeit über den Ökophilosophen Hans Jonas. Jonas wurde 1987 in Deutschland mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Er versucht, eine Elite zu legitimieren, die aufgrund fragwürdiger Unheilsprophezeiungen autoritäre Maßnahmen zum Schutze der Natur erlässt. In seiner Hauptschrift, mit der er auch in Deutschland sehr bekannt geworden ist, das Prinzip Verantwortung, lässt sich eben sehr gut eine solche autoritäre Grundtendenz herausarbeiten und erkennen. Hans Jonas versucht, einen ökologischen Umgang mit der Erde zu begründen. Dazu bedarf es seiner Ansicht nach einer speziellen Wissenschaft, der Futurologie,
innerhalb dieser Futurologie sollen künftige Wirkungen eintretender Ereignisse prognostiziert werden und gegebenenfalls verhindert werden. Die Heuristik der Furcht, wie Jonas das nennt, könnte man als den Kern, als den Motor seiner Ethik bezeichnen. Heuristik ist ja ein methodisches Vorgehen, dass man eine Wahrheit annimmt, obwohl man sie nicht beweisen kann. Die Furcht bestimmt eben die Art und Weise der Annahme, dass nämlich den Unheilsprophezeiungen gegenüber den Heilsprophezeiungen Vorrang zu gewähren ist. Nun, Jonas sieht es als einen der Effekte der technologischen Entwicklung an, dass der Bürger sozusagen moralisch korrumpiert ist. Er vertritt also asketische Ideale. Da aber seiner Meinung nach eben die Bürger nicht bereit sind, sich freiwillig zu kasteien, müssen diese asketischen Ideale notfalls mit Zwang durchgesetzt werden.